Ihren Führerschein zum Gabelstaplerfahrer haben 13 Teilnehmer bei einem Kurs unter der Leitung von Claudia Frese bestanden. Viele werden zur Fachkraft für technische Logistik ausgebildet. Das Besondere daran, darunter sind 4 Frauen, was mehr ist als jemals zuvor. Nach dem Abschluss des theoretischen Teils wartet auf die Teilnehmer nun ein 3-monatiges Praktikum in einem Betrieb.